Menschen nach Serbien abgeschoben. Bei einem Großteil der Abgeschobenen handelt es sich um Roma. Das ist aber kein Einzelfall. Denn hier am Düsseldorfer Flughafen werden bereits seit vielen Jahren Menschen gegen ihren Willen in Länder abgeschoben, die sie entweder aus guten Gründen verlassen oder aber noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Oftmals beherrschen diese Menschen nicht einmal die Sprache des Landes, in dem sie von den deutschen Behörden ausgesetzt werden. Ohne soziale Kontakte, ohne einen Beruf und ohne Geld droht diesen Menschen Armut, Obdachlosigkeit und Elend. Viele sind vor Verfolgung und Diskriminierung geflohen und werden nach der Abschiebung abermals Opfer von Gewalt. Das häufig vorgetragene Stammtischargument, die Geflüchteten kämen nur aus sogenannten wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland, ist mehr als zynisch. Zum einen sind die rassistischen Übergriffe und staatliche Diskriminierung gegen Roma und andere Minderheiten eindeutig belegt. Zum anderen sind wirtschaftliche Gründe, sprich Hunger, Armut und Perspektivlosigkeit, völlig legitime Fluchtgründe. Das sogenannte Unglück von Lampedusa hat die unmenschliche Behandlung von Geflüchteten, die bereits seit Jahrzehnten praktiziert wird, für kurze Zeit wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Trotzdem geht der Terror gegen Geflüchtete im Auftrag der europäischen Regierungen weiter. Die Abschottung der EU, die jährlich tausende Menschen das Leben kostet, ist von den Abschiebungen nicht zu trennen. Beide Praktiken stehen für rassistische Ausgrenzung und für die völlige Indifferenz gegenüber dem Leid von Menschen, die aus untragbaren Zuständen zu entkommen versuchen. Statt sich mit den Geflüchteten zu solidarisieren, ignoriert der deutsche Staat ihren Interessen und stellt seine Gleichgültigkeit eklatant zur Schau. Diese Gleichgültigkeit ist nicht einfach das moralische Versagen der Regierung. Sie ist vielmehr ein Resultat der in Staaten aufgeteilten Welt. Menschen, die eigentlich gleich sein sollten, werden aufgrund willkürlicher und künstlicher Grenzen in verschiedene Gruppen unterteilt und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Diese Grenzen sind ein Verbrechen gegen die Menschheit. Wir fordern ein sofortiges und dauerhaftes Ende aller Abschiebungen. Ein Bleiberecht für alle, die in Deutschland leben wollen. Das Ende der Festung Europa und offene Grenzen für alle. Dankeschön. Keine Mauer, Bleiberecht für alle! Es geht dabei nicht nur um Flüchtlinge, die über Lampedusa über das Mittelmeer kommen. Es geht hier und heute vor allen Dingen auch um Roma, die erneut in einer Sammelabschiebung gegen ihren Willen außer Landes gebracht werden und in Ghetto-Lagern im ehemaligen Jugoslawien ihr zukünftiges Dasein fristen müssen. Es gibt Roma, die sind EU-Bürger und kommen aus Bulgarien und Rumänien. Gegen diese bringt dieser Staat und diese Gesellschaft einen rassistischen Mob in Stellung, wie beispielsweise zurzeit in Duisburg, wo in den Peschen rechtsradikale und rassistische Organisationen Anwohnerinnen mobilisieren, um gegen ein Haus zu demonstrieren, in dem Roma unter unwürdigen Bedingungen leben müssen. Weil der deutsche Staat sie mit Ausbeutern und mit Vermietern alleine lässt, die ihre Situation ausnutzen. Diese Leute haben das Glück, EU-Bürger zu sein, und nehmen ihr Recht in Anspruch, nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten. Diejenigen Roma, die nicht das Glück haben, EU-Bürger zu sein, werden von der rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gnadenlos abgeschoben. Beides, der rassistische Bürgermob, der die Leute in Duisburg und anderswo mit dem Leben bedroht, und die rot-grüne Landesregierung, die anderen eiskalt abschiebt, muss sofort ein Ende haben. Und es braucht dringend Unterstützung auf der Straße, auch hier im Flughafen, gegen diese Praxis. Schließen Sie sich uns an, das wäre schön. Freedom of movement is everybody's right. We are here.
Thank you.